Dziękuję panu bardzo. W imieniu grupy Zielonych będzie przemawiała pani Rebecca Harms z półtorej minuty. Sehr geehrter Herr Vorsitzender, anders als beim ersten Fotyga-Bericht waren sich die Vertreter der Fraktionen in der Verhandlung des neuen Berichtes viel einiger. Das hat damit zu tun, meiner Meinung nach, dass inzwischen Erfahrungen mit organisierter Falschinformation, Propaganda und Hetze in unseren Ländern viel tiefer gegangen sind. Das Land, mit dem wir uns am meisten rumschlagen müssen in dieser Frage, ist Russland. Und nicht nur die Ukraine ist zu einem Schlachtfeld geworden, sondern inzwischen richtet der Kreml immer größere Anstrengungen mit immer größeren Mitteln darauf, Bürger auch europäischer Länder gegen ihre Regierungen aufzuhetzen, zuletzt gesehen während der Proteste der Gelbwesten gegen Migranten. Werden Bürger aufgehetzt, aber auch gegen die EU, zum Beispiel während der Brexit-Abstimmung. Die Abteilung strategische Kommunikation zur Erkennung und zur Abwehr organisierter Desinformation muss meiner Meinung nach wesentlich gestärkt werden. Da müssen mehr Experten rein, da muss mehr Geld rein. Und sehr wichtig ist, dass diese Abteilung in Zukunft auch mit Behörden der Mitgliedstaaten zusammenarbeiten kann. Und dazu gehören unbedingt auch die Geheimdienste und die NATO. Punkt 1a des Berichtes darf aber nicht vergessen werden. Unabhängige, freie Medien, Pluralismus in demokratischen Gesellschaften sind das A und O, gegen Hetze und gegen Propaganda bestehen zu können. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. Dziękuję bardzo. I teraz w imieniu